Die Erfurter Straßenbahn ist mit 45,2 Kilometer Streckenlänge das größte Straßenbahnnetz in Thüringen. Da 72% des Netzes auf eigenem individualverkehrsunabhängigem Gleiskörper verkehren, bezeichnet der Betreiber EFAG das Netz als Stadtbahn. In diesem zweiten Teil der Dokumentation möchte ich euch den Streckenverlauf aller gen Norden und Osten verlaufenden Strecken vorstellen. Das beinhaltet konkret die Strecken Hauptbahnhof Europaplatz, Anger Zoopark, Salinenstraße, Warschauer Straße und Anger Ringelberg. Die anderen Strecken gen Westen und Süden werden im dritten Teil genauer präsentiert. Mehr Infos zum Netz allgemein, also zur Geschichte, dem Taktkonzept, den Fahrzeugen und viel mehr, erhaltet ihr im ersten Teil. Alle Teile sind in der Videobeschreibung verlinkt. Nun aber nichts wie los zum zweiten Teil. Startpunkt unserer Reise ist der Erfurter Hauptbahnhof. Der Anfang der 2000er Jahre umfassend umgebaute Bahnhof ist seit Dezember 2017 wichtiger Knotenpunkt im deutschen Fernverkehr. Mindestens stündlich gelangt man von hier aus nach Leipzig, Halle, Berlin, Hamburg, Nürnberg, München und Frankfurt am Main, sowie in der Regel alle 2 Stunden nach Dresden, Stuttgart und Wiesbaden. Mit Nahverkehrszügen gelangt man in alle Winkel Thüringens. So verkehren Regionalexpresszüge über Weimar, Jena und Gera, gen Altenburg, Greiz oder Glauchau, über Apolda, Naumburg und Weißenfels nach Halle, über Sömmerda, Sangerhausen und Güsten nach Magdeburg, über Arnstadt, Suhl und Schweinfurt nach Würzburg oder über Bad Langensalza, Mühlhausen und Leinefelde nach Kassel oder Göttingen. Des Weiteren verkehren Regionalzüge stündlich nach Nordhausen, Eisenach, Leipzig, Ilmenau, Sangerhausen und Saalfeld sowie alle 2 Stunden nach Meiningen. Senkrecht zu den Bahngleisen verläuft die Straßenbahnstrecke, deren Haltestelle in den Bahnhof integriert ist, einschließlich direkter Zugänge zu den Bahnsteigen. Es existieren ein Bahnsteig für die Straßenbahn und einer für Busse. Mit Ausnahme der Linie 4 halten hier alle Straßenbahnlinien, die alle über die Bahnhofstraße weiter gen Innenstadt verkehren. In der anderen Richtung teilen sich diese hinter dem Hauptbahnhof auf. Das soll heute aber nicht unser Thema sein, es sei auf Teil 3 mit den Strecken gen Süden verwiesen. An den Busbahnsteigen halten neben der Stadtbuslinie 9 Daberstedt Nordbahnhof die Buslinien 51 und 60, die auf verschiedenen Laufwegen zwischen dem Urbicher Kreuz und Möbelsburg oder Mohlsdorf unterwegs sind. Nordöstlich des Bahnhofsgebäudes auf der anderen Seite des Vorplatzes liegt zudem der Busbahnhof. Hier starten die Buslinien 52 nach Fieselbach und 61 nach Egstedt sowie die Regionalbuslinien 155 nach Kranichfeld, 234 nach Weimar, 235 nach Bad Berka und 350 nach Arnstadt. Aber zurück zur Straßenbahn. Wir steigen jetzt in eine Straßenbahn der Linie 3 ein und wollen nun zunächst einmal durch die Innenstadt und die Andreasvorstadt bis hoch in den Erfurter Norden fahren. Etwa auf der Hälfte zwischen Hauptbahnhof und Anger kreuzen wir den Juri-Gagarin-Ring, einen Halbring um die Innenstadt. Auf ihn verlassen uns dann auch die Buslinien 9, 51 und 60. Nach knapp 500 Metern seit Verlassen des Hauptbahnhofs nähern wir uns dem Anger.
Er ist der zentrale Knotenpunkt im Netz und wird von allen Straßenbahnlinien angefahren. So verkehren hier zu Spitzenzeiten im Berufsverkehr 13 Straßenbahnen innerhalb von 10 Minuten, die sich auf die beiden Haltestellen aufteilen. An jener in- und Südrichtung halten die Straßenbahnlinien 2, 3 und 6, an jener in West-Ost-Richtung die Linien 1, 4 und 5. Demzufolge biegen die Linien 1 und 5 an der Angerkreuzung immer ab, alle anderen Linien verkehren planmäßig geradeaus. Die Verbindung aus Richtung Westen nach Norden wird im Regelbetrieb nicht verwendet. Neben den Straßenbahnhaltestellen schmückt auch eine Skulptur von Maus und Elefant aus der Sendung mit der Maus den Platz, der vom Hauptpostamt, dem Einkaufszentrum Anger 1, dem Angermuseum und etlichen weiteren Gebäuden begrenzt wird. Für uns geht es weiter auf der Strecke der Linien 2, 3 und 6. Diese schlängeln sich von hier an durch die Schlösserstraße, unter anderem an der links zu sehenden Kirche St. Lorenz vorbei. Auf der Schlösserbrücke wird dann die Gera überquert, die sich in mehreren Ästen durch die Stadt schlängelt. Hier überqueren wir den sogenannten Breitstrom, in dem auch die Kollegen Captain Blaubeer und Heimblöd ihr Unwesen treiben. Nach etwa 400 Metern seit dem Anger, die uns in Summe hauptsächlich nach Nordwesten geführt haben, erreichen wir die Station Fischmarkt. Die zu Füßen des Erfurter Rathauses liegt. Der Fischmarkt selbst befindet sich gegenüber des Rathauses. Von hier aus ist es auch nur ein Katzensprung bis zur Krämerbrücke, eine der zwei berühmtesten Sehenswürdigkeiten Erfurts, über die die historische Fernstraße Via Regia verläuft und die mit einer Länge von 79 Metern die längste vollständig überbaute Brücke Europas darstellt. Nahe des Fischmarkts trifft man zudem auf eine Statue von Bernd das Brot, die er 2007 anlässlich des 10-jährigen Jubiläums des in Erfurt ansässigen Fernsehsenders Kika aufgestellt wurde. Aufgrund der positiven Resonanz wurden bis heute 11 weitere Figuren berühmter Kika-Charaktere in der Stadt verteilt, die wir hier und da immer wieder passieren werden. Zurück zum Fischmarkt, an dem wir unsere Fahrt jetzt bei einer Linkskurve fortsetzen, die unseren Kurs nach Westen ändert. Es geht durch die schmale Marktstraße, unter anderem vorbei an der Allerheiligenkirche. Nach etwa 300 Metern lichtet sich die Bebauung plötzlich und wir erreichen den Domplatz, an dem sich ein Gleisdreieck befindet. Wir biegen hier nach rechts, also gen Norden ab, und erreichen damit die Doppelhaltestelle Domplatz Nord für die Linien 3 und 6. Die Linie 2 in Richtung Pionierplatz Messe biegt in Richtung Domplatz Süd ab, von wo sie weiter in Richtung Gothaer Platz nach Westen verkehrt, eine Strecke, die ebenfalls erst im zweiten Teil behandelt werden wird. Kurz hinter der Haltestelle Domplatz Süd zeigt noch eine Betriebsstrecke zu einer Wendeschleife ab, an der regelmäßig nur die Bahn der Stadtrundfahrt wenden. Am Domplatz Nord startet zudem auch die Buslinie 90 über Marbach nach Salomonsborn. Doch genug zur Straßenbahn. Auch der Domplatz soll ja seine Würdigung erhalten. Schließlich dient er mit seinen 3,5 Hektar Fläche regelmäßig als Marktplatz oder für diverse Veranstaltungen wie den Erfurter Weihnachtsmarkt oder die Domfestspiele. Über ihm thront das Ensemble aus der Severinkirche rechts und dem Erfurter Dom links, der 81 Meter hoch ist und unter anderem für seine Glocke Gloriosa bekannt ist, die größte freischwingende Glocke aus dem Mittelalter, die nur zu besonderen kirchlichen Anlässen geläutet wird.
Neben dem Domberg liegt zudem noch der Petersberg mit seiner Zitadelle, der nach ausführlichen Umbauten seit April 2021 einer der beiden Austragungsorte der Bundesgartenschau ist. Von der hier aus gelegenen Aussichtsplattform genießt man einen herrlichen Blick über die Stadt. Für uns geht es allerdings nun erst einmal weiter. Von nun an auf der Andreasstraße mit Kurs gen Norden durch das Andreasviertel, das noch Teil der Altstadt ist. Vorbei geht es an der Andreaskirche, zu deren Fuß die passende Haltestelle Webergasse Andreaskirche liegt. Hier halten die Straßenbahnlinien 3 und 6 sowie die aktuell mit uns verkehrende Buslinie 90. Wir verlassen nun das historische Stadtgebiet und damit auch die einstige Stadtbefestigung. Und da sich hier einst das Andreastor befand, befinden wir uns von nun an ganz einfach im Andreasviertel. Außerdem wechselt unsere Straße den Namen und nennt sich von nun an Nordhäuserstraße. Zunächst passieren wir die Haltestelle Bergstraße stadteinwärts. Und erst ein gutes Stück später halten wir selbst wieder an der Bergstraße stadtauswärts. Kurze Zeit später folgt schon wieder die Station Baumerstraße stadteinwärts und wir halten wieder erst ein gutes Stück später an der entsprechenden Haltestelle stadtauswärts. Wie hier gut zu sehen, gewinnen wir nach und nach an Höhe. Auch wenn es hier kurzfristig anders wirkt, handelt es sich dabei tatsächlich nur um einen etwa 10 Meter über dem Stadtzentrum gelegenen Hügel. An der Baumerstraße besteht letztmalig Anschluss an die Buslinie 90, die von hier aus weiter über Marbach nach Salomonsborn fährt. Es geht nun wieder leicht bergab und wir verlassen die dichte innerstädtische Bebauung. Für die nächsten 600 Meter verkehren wir jetzt genau zwischen der Erfurter Uni rechts im Bild und dem Klinikum links im Bild. Die nächste Station trägt dabei den Namen Universität und liegt vor dem Haupteingang der Erfurter Universität, die auf eine fast 800-jährige Vergangenheit zurückblicken kann. Gegenüber liegt einer der Nebeneingänge des Klinikums. Nach etwa 450 Metern folgt die Haltestelle Klinikum, die dann am Haupteingang des Erfurter Klinikums liegt. Kurz vor der Station passieren wir ein Gleisdreieck zur Anbindung des hier angesiedelten Depots an der Nordhäuser Straße, in dem einige Fahrzeuge abgestellt sind. Hinter der Station findet sich ein weiterer Abzweig, von dem aus eine heute nur noch zu Betriebszwecken genutzte Strecke zur Wendeschleife am Marie-Elise-Kaiser-Platz abzweigt. Sie diente im Zeitraum zwischen dem Ausbau des Netzes für einen Einrichtungsbetrieb und der Verlängerung der Strecke in Richtung Ried als Wendeschleife für die damals hier endende Strecke. Weiter geht's, wie eben schon eingeläutet, von nun an auf der 1974 eröffnete Strecke ins DDR-Neubaugebiet Erfurt Nord. Damit verlassen wir jetzt auch offiziell den Stadtteil Andreasvorstadt und befinden uns von nun an im Stadtteil Berliner Platz. Unsere nächste Station trägt den Namen Riedstraße und ist die letzte, an der die Linien 3 und 6 gemeinsam halten. Zum Gesamtüberblick
Wir haben inzwischen 2,7 Kilometer seit dem Domplatz und 4 Kilometer seit dem Hauptbahnhof zurückgelegt, weil wir seit dem Hauptbahnhof 14 Minuten unterwegs waren. Hinter der Station Rienstraße verlassen wir die Mitte der Nordhäuser Straße und wechseln an den östlichen Straßenrand. Links im Bild sehen wir nun die Wohnblöcke des angesprochenen Viertels Berliner Platz. Nach gut 300 Metern seit Riedstraße nähern wir uns einem Gleisdreieck, an dem die Strecke ins Ried abzweigt. Die 6 verlässt uns infolgedessen hier, da wir uns zunächst die Strecke der Linie 3 in Richtung Europaplatz anschauen wollen. Gleichzeitig trifft hier außer an Sonntagen und in den Abendstunden die Linie 1 zu uns. Die nächste Haltestelle erreichen wir kurz darauf an der Warschauer Straße. Es geht nun ein kurzes Stück bergab, im Hintergrund die Häuser des Berliner Platzes. Kurz vor der kreuzungsfreien Überquerung des Marbachs und der Straße der Nationen, einer wichtigen Querverbindung im Erfurter Norden, legen wir einen Halt an der Haltestelle Straße der Nationen ein. Nach der Abfahrt passieren wir dann die angesprochene Brücke. Der hier entlang fließende Marbach wurde erst im Jahr 2020 renaturiert. Bis dahin verlief hier noch die seit 2003 stillgelegte Bahnstrecke Erfurt-Marbach, die einst über Bindersleben weiter bis Nottleben führte. Von 1976 bis 1995 endeten unweit der Station Straße der Nation dem Berufsverkehr angebotenen Verstärkerzüge von und zum Erfurter Hauptbahnhof, die umgangssprachlich als S-Bahn Erfurt gehandelt wurden. Doch zurück zur Straßenbahn, die im Passieren der Brücke in den Stadtteil Moskauer Platz wechselt. Die nächste Station ist Thüringenpark. Einerseits die dem Zentrum des Moskauer Platzes am nächsten gelegene Station, andererseits auch jene zur Anbindung des Einkaufszentrums Thüringenpark, das sich direkt gegenüber der Station befindet. Und wieder einmal heißt es, weiter geht's, diesmal allerdings zum letzten Mal, da unsere nächste Station dann auch schon der Endpunkt Europaplatz ist. Zunächst passieren wir eine planmäßig nicht verwendete Ausstiegshaltestelle, bevor wir nach rechts abbiegen, um in die zweigleisige Station, die den Endpunkt der Linien 1 und 3 darstellt, einfahren. Seit dem Hauptbahnhof haben wir nun 6,3 Kilometer zurückgelegt und dafür 19 Minuten benötigt. Die Station Europaplatz, die in der Vergangenheit zunächst den Namen Bukarester Straße und anschließend lange den Namen Ulan-Bator Straße trug, befindet sich einerseits am Nordrand des Viertels Moskauer Platz, andererseits aber auch bereits am Südrand des etwa 4000 Einwohner starken 1950 nach Erfurt eingemeindeten Stadtteil Gispersleben. Weiter in Richtung Gispersleben gelangt man von hier aus mit der Buslinie 10 Gent-Tieftal, die in der anderen Richtung zur Grubenstraße verkehrt. Außerdem startet hier die Buslinie 95 nach Marbach sowie die Regionalbuslinien 111 nach Ringleben und 812 nach Dachwig. Für die Straßenbahnen geht es dann nach etwas Wendezeit wieder zurück in Innenstadt, wobei wir für die Rückfahrt eine Linie 1 nehmen.
und damit jetzt zur Station Warschauer Straße zurückspringen, an der diese die Linie 3 verlässt. Damit biegen wir nun am vorhin angesprochenen Gleisdreieck gen Osten in Richtung Ried ab und verkehren von nun an auf der Strecke der Linien 1 und 6. Wir sind außerdem jetzt auch wieder im Viertel Berliner Platz. Nächste Haltestelle, Berliner Straße. Und erreichen als nächstes die Station Berliner Straße. Im Anschluss geht es abwärts. Und wir überqueren gemeinsam mit der Warschauer Straße die Gera. Womit wir in den Stadtteil Ried, der wie Berliner Platz und Moskauer Platz im Rahmen der Wohnungsbauoffensive Erfurt Nord in den 70ern entstand, wechselt. Erste Station hier ist die Vilniuser Straße. Kurz hinter der Station zweigt ein Gleis in eine Wendeschleife ab, welche als Blockwende um die Vilnius-Passagen angelegt ist. Wir als hier nicht endende Linie 1 verkehren aber weiter geradeaus. Und hier, liebe Zuschauer, sehen wir, warum man niemals direkt hinter einer Straßenbahn die Gleise überqueren sollte. Nach einer Rechtskurve erreichen wir jetzt die Station Ried, Endpunkt der Linie 6, sowie zum Teil der Linie 1 und wie der Europaplatz ein wichtiger Umsteigepunkt im Erfurter Norden. Zusammen mit der Messe handelt es sich um eine der zwei einzigen dreigleisigen Haltestellen. Da wären zum einen die beiden Durchfahrgleise, an denen in der Regel die Linie 1 durchfährt. Zum anderen wäre da das dritte Gleis, welches aus der vorhin angesprochenen Wendeschleife kommt, innerhalb der sich wie angesprochen die Vilnius-Passagen befinden. In ihr wendet die Linie 6. Wenn abends und sonntags die Linie 1 hier ebenfalls endet, so sind die Linien 1 und 6 in der Regel miteinander verknüpft und die Wendeschleife wird nicht verwendet. Im Übrigen ist es einerseits auch möglich, aus der Wendeschleife kommend andere Gleise zu erreichen, andererseits ist diese auch in die andere Richtung nutzbar. Hier in Ried starten die Buslinien 20 nach Mittelhausen bzw. vereinzelt weiter bis Stotternheim-Schule und 30 über den Zoopark nach Stotternheim. Wir setzen unsere Fahrt jetzt mit einer Bahn der Linie 1 fort und befahren damit die neueste, erst 2007 eröffnete Strecke zwischen Ried und Salinenstraße. Unsere erste Station auf diesem Streckenabschnitt ist Mainzer Straße. Anschließend folgt eine Linkskurve. Insgesamt verläuft die Strecke zwischen Warschauer Straße und Salinenstraße in Richtung Südosten. Aktuell führt sie uns nach Osten. Außerdem verlassen wir Ried und wechseln ins bereits 1911 nach Erfurt eingemeindete Ilversgehofen. Nach der Durchfahrt durch einen Kreisverkehr erreichen wir die Station Mittelhäuser Straße in gewerblich geprägter Umgebung. Nach einer erneuten Rechtskurve nähern wir uns der Station Salinenstraße. Da hier bereits die Linie 5 einzweigt, wollen wir die Betrachtung dieser erst einmal zurückstecken
und springen zunächst wieder in den Norden, diesmal allerdings zum Zoopark, dem Endpunkt der Linie 5 und gleichzeitig dem nördlichsten Punkt im Stadtbahnnetz. Die Station befindet sich am Nordrand des vierten und letzten im Rahmen des Wohnungsbauprogramms FO Nord entstandenen Stadtteil Roter Berg, zu Fußen der namensgebenden Erhebung, an deren Hängen sich der Thüringer Zoopark befindet. In der Wendeschleife befindet sich sowohl eine Aus- als auch eine Einstiegshaltestelle. Es ist jedoch möglich, bis zur Einstiegshaltestelle sitzen zu bleiben. Nicht zuletzt, da dort die Anschlussbuslinie 30 verkehrt, die, wie aufmerksame Leute vielleicht bereits wissen, von Ried nach Stotternheim führt. Wir starten jetzt unsere Reise auf der 1992 in Betrieb gegangenen Strecke. Nach knapp 400 Metern erreichen wir die erste Station, Roter Berg, im Zentrum des namensgebenden Stadtteils. Es erfolgt nun eine Linkskurve, die unseren sonst fast zielstrebig in Süden verlaufenden Kurs kurzzeitig gen Osten abdreht. Wir verkehren nun parallel zur Straße am Roten Berg, der Verlängerung der Straße der Nation, wie bereits angesprochen eine wichtige Querverbindung im Erfurter Norden. Es folgt die Station August-Fröhlich-Straße, an der an einer separaten Haltestelle in der parallelen Straße auch die Buslinie 10 Grubenstraße-Tieftal einen Halt einlegt, die von nun an unserem Streckenverlauf folgen wird. Nach der Station verlassen wir nun auch das Viertel Roter Berg und befinden uns von nun an im vor allem durch Industrie geprägten Stadtteil Hohenwinden. Die nächste Station trägt den Namen Bunsenstraße, in der die parallele Linie 10 nicht hält. Die Station stellt den tiefsten Punkt des Netzes dar. Anschließend geht es um eine Rechtskurve und damit nun parallel zur Stotternheimer Straße wieder gen Süden. Die nächste Station trägt den Namen An der Lache. Hier hält auch die Buslinie 10 wieder. Ebenso wie die inzwischen ebenfalls zu uns getroffene Linie 31. Hinter der Station folgt eine niveaugleiche Kreuzung mit einem Anschlussgleis zu Siemens Energy, das, wenn auch selten benutzt, tatsächlich noch befahrbar ist. Früher gab es hier auch einst ein Abzweiggleis von der Straßenbahnstrecke, das dann parallel zum Anschlussgleis verlief. Hier konnten mit Eisenbahnwaggons transportierte Straßenbahnen per Kran direkt auf die Straßenbahnschienen gesetzt werden. Eine Aufgabe, die heute ausschließlich Tieflader auf der Straße übernehmen. Im weiteren Verlauf verlassen wir den Stadtteil Hohenwinden wieder und befinden uns im schon einmal angesprochenen Ilversgehofen. Nach einer leichten Rechtskurve, die uns von der Stotternheimer Straße entfernt, erreichen wir die Station Grubenstraße, die von 1990 bis 1992 Endpunkt der Strecke war. Sie ist ebenfalls ein wichtiger Umsteigepunkt zwischen Straßenbahnen und Bussen. Hier starten die Buslinien 10 über Europaplatz und Gispersleben nach Tieftal und 31 über Hohenwinden und Schwerborn nach Stotternheim
sowie die von Montag bis Samstag 3 bis 4 Mal am Tag verkehrende Linie 36 zur Stolbergsiedlung und nur von Montag bis Freitag im Berufsverkehr die Linie 35 über die Greifswalder Straße nach Kalkreise. Ein kleiner Fakt am Rande noch, die sich hier befindende Wendeschleife ist in beide Richtungen nutzbar. Kurz hinter der Station erhebt sich unsere Strecke, denn es erfolgt die Überquerung der Bahnstrecke Erfurt-Nordhausen einschließlich des Bahnhofs Erfurt-Nord, wobei die Pfeiler der Brückenrampe mangels Platz in die zuvor vielbefahrene Magdeburger Allee errichtet wurden. Generell ist die Brücke und ihr unästhetischer Eindruck immer wieder Gegenstand von Kritik. Gut in dieses Bild eingefügt präsentiert sich auch der hier gelegene Bahnhof Erfurt-Nord, an dem die zweistündigen Linien RB52 Erfurt-Leinefelde, RE55 Erfurt-Nordhausen und RE56 Erfurt-Nordhausen Station machen. An der Haltestelle Nordbahnhof, direkt neben dem Bahnhofsgebäude, hält nur die dort beginnende und endende Buslinie 9. Ein Halt der Straßenbahn ist aufgrund der Brückenlage nicht möglich. Und so halten wir erst hinter der Brücke wieder an der Salinenstraße, die sich in zwei getrennte Stationen für die Straßenbahnlinien 1 und 5 aufteilt. Die Linie 9, die hier bereits für die Wende am Nordbahnhof aufgeteilt wird, hält je nach Richtung an unterschiedlichen Stationen. Wir setzen unsere Fahrt jetzt auf der gemeinsamen Strecke der Linien 1 und 5 fort gen Innenstadt, während die Linie 9 uns in Richtung Johannesplatz verlässt. Zur Orientierung, die Linie 1 hat seit dem Abzweig an der Warschauer Straße eine Wegstrecke von 2,4 Kilometern zurückgelegt, die Linie 5 seit dem Zoopark eine von 2,8 Kilometern. Unsere nächste Station ist der Ilversgehofener Platz, im Herzen des gleichnamigen Stadtteils gelegen. Von nun an befahren wir eine der Strecken, die bereits seit Eröffnung der ersten Pferdebahn 1883 bestehen. Ab hier wird die befahrene Magdeburger Allee außerdem deutlich breiter. Als nächstes halten wir an der Wendenstraße, der letzten Station in Ilversgehofen. Hinter der Station wird dann die angesprochene Ilversgehofen verlassen. Ab hier stellt die Magdeburger Allee die Grenze zwischen Andreasvorstadt im Westen und Johannesvorstadt im Osten dar. Wir erreichen jetzt die Station Lutherkirche Stadtwerke. Hier befinden sich, wie im Namen unschwer zu erkennen, zum einen die Lutherkirche, zum anderen ein weiteres der drei Straßenbahndepots sowie der Hauptsitz der Erfurter Stadtwerke, zu denen auch der Straßenbahnbetreiber EFAG gehört. Die Haltestelle liegt versetzt, jeweils vor der Abzweigung ins Depot. Damit auch aus dem Depot ausrückende Bahnen gen Innenstadt hier einen Halt einlegen können, befindet sich gegenüber der Haltestelle für die Bahn gen Norden eine Ersatzhaltestelle.
Wenig später geht es vorbei am Rosa-Luxemburg-Platz und wir kreuzen den Stadtring. Zudem geht es über den Gera-Flutgraben, einer künstlichen Umleitung der Gera, um Überflutungen der Altstadt zu vermeiden. Gleichzeitig befinden wir uns daraufhin dann in der Altstadt, zunächst im Johannisviertel. Dort legen wir einen Halt an der Station Beuneburg-Ufer ein. Wir passieren nun den Beginn des Juri-Gagarin-Rings, eine Art innerer Stadtring, der die östlichen und südlichen Teile zusätzlich umschließt. Er verläuft entlang der ehemaligen inneren Stadtbefestigung, die wir hier rechts im Bild zu sehen passieren, womit wir uns nun endgültig im Stadtzentrum befinden. Unsere nächste Station trägt den Namen Augustinerkloster. Das namensgebende Kloster, in dem sich heute unter anderem ein Hotel befindet, liegt wenige Gehminuten von der Station entfernt. Hier lebte unter anderem von 1505 bis 1511 Martin Luther während seiner Zeit als Mönch. Es geht weiter durch die Johannesstraße. Nach etwa 400 Metern folgt die Haltestelle Stadtmuseum Kaisersaal. Sie liegt direkt neben dem Erfurter Stadtmuseum und etwa 800 Meter vom Kaisersaal, einem Kultur- und Kongresszentrum in historischer Umgebung, entfernt. Etwa 300 Meter später zweigt von links bzw. hier im Bild rechts die Strecke vom Ringelberg ein, womit wir auf den Angerplatz auffahren. Nach 22 Minuten und 6 Kilometern seit Europaplatz oder 18 Minuten und 5,6 Kilometern seit Zoopark erreichen wir dann den Anger, nun auf den West-Ost-Gleisen. Unsere Linien 1 und 5 biegen hier ab auf die uns bekannte Strecke in Richtung Hauptbahnhof. Anschließend geht es für Linie 1 weiter zur Thüringenhalle. Wir schauen uns hier heute als letztes noch die einzige Strecke in die Oststadt, jene zum Ringelberg, an, die erst seit 2001 besteht. Sie wird seit dem 23. April 2021 von der Linie 4 befahren. Zuvor war es seit der Öffnung der Strecke mit Ausnahme einiger Baustellenphasen die Linie 2. Auf Höhe des Kaufhauses Anger 1 verlassen wir die Strecke der Linien 1 und 5, womit wir Kurs gen Osten aufnehmen. Nach kurzer Zeit überqueren wir wieder den Juri-Gagarin-Ring. Infolgedessen wird das Stadtzentrum wieder verlassen. Wir erreichen die Station Krämpfertor, benannt nach dem entsprechenden ehemaligen Stadttor. Unschwer zu erraten, befinden wir uns daher nun im Krämpferviertel, das wie das Andreas- und das Johannesviertel Teil der Altstadt ist.
Viel Altstadt sieht man im Krämpfer Viertel allerdings nicht mehr, da das Viertel in DDR-Tagen komplett abgerissen und neu gebaut wurde. Hinter der Station wechseln wir auf die Krämpfer Straße. Und überqueren kurz darauf den Flutgraben und den Stadtring, womit wir Altstadt und Krämpferviertel verlassen und uns jetzt in der, dreimal dürft ihr raten, Krämpfervorstadt befinden. Unsere Straße heißt von nun an Leipziger Straße und unsere Straßenbahn bekommt eine eigene Spur, bleibt jedoch auf gepflastertem bzw. asphaltiertem Untergrund. Wir erreichen die Station Leipziger Platz. Hier kreuzt die Buslinie 9 unseren Weg, die allerdings an der Geschwister-Scholl-Straße eine eigene Station besitzt. Wie im ersten Teil erläutert, fährt die Linie 9 in den Schwachzeiten entgegen ihrem Regelweg über den Anger und verkehrt in diesen Fällen bis zum Leipziger Platz mit auf unsere Strecke, womit sie dann auch an der Straßenbahnstation hält. Knapp 400 Meter später halten wir an der Station Hanseplatz Fachhochschule. Sie liegt neben dem Hanseplatz, dem Herzen des Hanseviertels, das allerdings keinen eigenen Stadtteil darstellt, sondern Teil der Krämpfer Vorstadt ist. Wenige Gehminuten von der Station entfernt befindet sich zudem die 1991 gegründete Fachhochschule Erfurt. Unsere nächste Station trägt den Namen Greifswalder Straße und liegt in der Nähe des einstigen Nordhäuser Bahnhofs, der bis 1912 bereits schon einmal eine Straßenbahnanbindung hatte. Im Berufsverkehr kreuzen uns hier einzelne Busfahrten der Linie 35 Grubenstraße Kalkreise. Hinter der Station unterqueren wir die Bahnstrecken Erfurt-Nordhausen und Erfurt-Sangerhausen. Dahinter wird die Bebauung plötzlich lichter. Tatsächlich ist die Form des Stadtgebiets Erfurts sehr unförmig und reicht kaum in Richtung Osten. Erst in den letzten 30 Jahren entstanden östlich der Bahnstrecke nach Sangerhausen größere Bebauungen, die allerdings alle noch Teil der Krämpfer Vorstadt sind, sich jedoch unter dem Viertel Ringelberg zusammenfassen lassen. Und so erreichen wir nun die Station Krämpfer Gärten in gewerblich geprägtem Gebiet. Von hier an beschreibt der Verlauf unserer Strecke eine Art U. Um den aus dieser Richtung steilen und zum Zeitpunkt der Errichtung der Strecke schon bebauten Ringelberg von hinten zu erklimmen. Bevor es jedoch nach oben geht, erreichen wir noch die Station Bautzener Weg. Anschließend geht es nach oben, zunächst auf den sogenannten Galgenberg, der gemeinsam mit dem Stoll und dem Ringelberg eine Hügelkette bildet, welche die Innenstadt um etwa 10 bis 20 Meter überragt. Auf der Höhe angekommen, folgt eine 90 Grad Rechtskurve, woraufhin wir die Station Marcel-Breuer-Ring erreichen. An der Station startet die Buslinie 43 weiter gen Osten über Kersbleben und Töttleben nach Fieselbach,
sowie sechsmal am Tag die Überlandbuslinie 141 nach Schloss Fippach. Für unsere Bahn der Linie 4 geht es weiter gen Ringelberg. Dabei geht es kurz leicht bergab und wieder bergauf, damit der Wechsel vom Galgen auf den Ringelberg vollzogen wird. Wie hier gut zu erkennen, entstand fast das gesamte Viertel in der Nachwendezeit neu und ist bis heute Gegenstand von Wohnungsbauvorhaben. Die vorletzte Station der Reise ist an der Wagenfeldstraße. Wir nähern uns der Endhaltestelle Ringelberg, die wir nach 4,4 Kilometern und 12 Minuten seit dem Anger erreichen. Zunächst wird eine Ausstiegshaltestelle passiert, auch hier ist jedoch das Verbleiben im Fahrzeug bis zur Einstiegshaltestelle erlaubt. Und mit dieser Einfahrt der Bahn in die Einstiegshaltestelle am Ringelberg endet dann auch unsere heutige Reise. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen bei diesem Video. Tschüss und bis zum nächsten Mal.